Hey, das war eine Vorlage, da kann ich nichts dafür. Ja, ernsthaft, warum liegt hier Schnee? Es ist meine Welt. Ist es gelber Schnee? Nein. Ist es Schnee im Sommer? Oh Gott, Schnee im Sommer! Mammut, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Was? Das ist... Ich weiß gar nicht, woher ich dieses Zitat kenne. Ich weiß nur, dass ich sehr drüber lachen muss. Schnee im Sommer. Ach so, ja, hier, wie war's, hier... Ne, genau. Hier, Gabba Gandalf. Ja, stimmt, da kommt das her. Schnee im Sommer. Wobei, es kam eigentlich von Bilbo. Ja, aber, ne, aus der Lord of the Weed-Verarschung. Genau, oh Gott, das müsste ich mir wieder mal raussuchen. Das war köstlich. Und Harry Potter und ein Stein. Ja, ja. Das, kennst du den noch? Oh, das war köstlich. Von Cold Mirror. Was, von Cold Mirror war das? Ja, die hat auch das da vertont. Echt? Ja, genauso wie Harry Potter und der geheime Pornokeller. Ja, das wusste ich nicht. Nicht? Nö. Also wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, aber ich meine, das ist sie gewesen. Ich habe mich damals nicht mit YouTube, das war einfach nur ein cooles YouTube-Video irgendwo, da habe ich mich mit Namen und YouTubern und so, ne, da war das alles noch so YouTube. Und wo sind wir gelandet? In einem YouTube-Video. Ja. Naja, also man muss sich ja der Zeit auch anpassen. Ja, ne? Natürlich. Wenn das System sich bewährt, dann muss man dem auch ne, hier so sagen, so okay, alles gut. Und dann muss man Minecraft wieder teurer machen, ja. Ja, definitiv. Hallo, das ist... Aber ich hätte es gewundert, hätten sie es nicht gemacht. Die müssen es ja finanzieren, dass das Zeug für ihr Scheiß HoloLens läuft. Doch, doch. Ja, das muss ja für ihr HoloLens laufen. HoloLens wird ein totales Debakel. Das ist Kinect 2.0. Ja, wahrscheinlich. Alter, Spinne, lass mich in Ruhe. Wobei ich, wie gesagt, obwohl ich momentan exorbitant geil auf die Vive bin, muss ich aber persönlich trotzdem sagen, dass ich mit Augmented Reality immer noch mehr Zukunft sehe als mit der Virtual Reality. Na, abwarten generell. Es liegt einfach faktisch an den Einsatzmöglichkeiten. Ja. Weil mit VR, also zumindest wenn das HoloLens so funktionieren würde, dass es wie gesagt kabellos ist. Ich gehe jetzt nochmal an mein Paket gucken. Do it. So, und ihr seid alles ganz liebe Kekse, ne? Nee, ich bin ein ganz lieber Keks. Nein, ich frag jetzt nicht, willst du mal naschen? Ja, also ich wollte gerade sagen, das klang wieder so unanständig auf eine Art und Weise. Aber ich bin kein Mammut sein. Für eine Nacht. Du bist ein Mammut für ein Leben. Ja, exakt. Eigentlich müsstest du jetzt im Post-Editing müsstest du jetzt doch so ein von Beyoncé dieses Put a Ring on It Dingens da. Ich weiß nicht, wie der Song heißt. Da kennst du schon wieder mehr als ich. Und noch das dein hübsches gezeichnetes Mammut mit der Fuck-Life-Brille drauf. Ja, YouTube-Comedy. So funktioniert sie. Klicks generieren vom Feinsten. Aber läuft. Ja, aber natürlich. Ist ja das, worauf es ankommt. Im Endeffekt, wenn man Geld damit verdienen will, muss man ja dazu sagen. Wenn man viel Geld damit verdienen will. Ja. Aber das ist ja meist die Prämisse, wenn man überhaupt anfängt, Geld zu verdienen. Hey, ein Loch! Oh mein Gott, ein Loch. Vorsicht, links vor dir ist ein Loch. Soll ich nochmal das sagen mit Löchern und Stopfen? Oder hast du es verstanden? Ja, was ist? Ich bin unschuldig. Ja, ja. Was vibriert denn mein Handy da so? WhatsApp. Irgendwelche Nachrichten von irgendwem. Von irgendwem ist immer gut. Ne, es kommt bei mir natürlich nicht vor, weil bei mir ist irgendwer immer die Arbeit. Der andere schreibt mir ja nicht. Die anderen haben deine Nummer nicht. Nö, Gignum. Exakt. Gignums Fitnessstudio.
Aber ich gebe ja auch nicht irgendwem anders hier meine Nummer. Komm. Außer mir. Nein. Doch, doch, ich hab sie schon. Nein. Ich ruf dich nachher dann. Ja, ist heute okay. Hast du aber Glück gehabt. Ruf du mich mal an. Bin mal interessant, wo du rauskommst. Wahrscheinlich in Südostasien, aber close enough. Das fängt aber an zu nerven. Verdammt. Ich hab ein Loch gefunden. Zum Stopfen? Hm? Okay. Ich muss hier jedes Mal wieder die Leiter suchen, das ist doch nicht wahr. Hier. Deswegen nehme ich immer einen Erdaufzug. Au. Oh. So wird das Thema Leiter finden. Das nächste Loch sollte jetzt noch was auf sich warten lassen, weil noch so ein Sturz und ich bin tot. Dum, 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 dum. Dann chill doch einfach mal eine Runde. Essen Brot, essen Sandwich. Ich hab mir gerade 10 Kekse reingehauen. Nee, aber heute Abend. 10, er hat sie sogar abgezählt. Leute, die zählen, die warten auf das Ende. Ja. Ja, was machen Leute, die nicht zählen? Die nicht auf das Ende warten. Sondern? Ich hab keine Ahnung, wie gesagt, das ist halt auch nur etwas, das man mir mal gesagt hat. Wenn ich nicht glaube. Aber, ne, es sind halt so die Weisheiten, die man so oft im Laufe des Lebens halt mitnimmt, wo man sich denkt, so, Rili. Das war bestimmt eine Weisheit von einem ehemaligen Chef oder so. Ausbilder, weiß der Geier. Nee. Die Ausbilderin hat nicht viel mit mir geredet. Die hat die Schichten so gelegt, dass sie nicht mit mir arbeiten muss. Okay. Oh, das ist aber nett. Mm. Ich würde sie halt glatt dafür ankotzen, so. Naja, sagen wir mal so. Es hatte Gründe, warum sie nicht mit mir arbeiten will. Wieso? Achso, ja, es hatte Gründe. Weil ich ihr meine Meinung gesagt habe und ihr gesagt habe, sie kann nicht arbeiten. Als du. Azubi. Ja, das wollen natürlich Ausbilder hören, dass der Azubi einem sagt, sie können nix. Achso, ich dachte jetzt, der Chef als Azubi? Hä, was? Nee, ich. Ich Azubi und Chefin so, kannst nix. Scheiß. Du bist doch Azubi? Nein, damals. Achso. Ich dachte gerade, das wäre sehr Verdammt. Seltsam gewesen. Ich hab schon wieder ein Loch gefunden. Put a ring on it. Und das Schlimme ist, ich habe sogar auch noch Bestätigung dafür gekriegt von vielen Seiten. Ach ja. Es ist dann immer... Inkompetente so. Chefen, das ist irgendwie eine Volkskrankheit. Und sowas nennt sich dann Ausbilder. Ja. Wie gesagt, sowas ist Volkskrankheit in Deutschland. Ja. Nicht Den nur in Deutschland. Intelligenz ist überall Mangelware. Ja, Mangelware ist es ja noch nicht mal so ganz komplett. Es ist eher dieses, was ich nicht verstehe, dann bei Deutschen. Also ausbildungstechnisch sind wir ja in der ganzen Welt so richtig so, was, deutsche Ausbildung? Was, voll gut, hier kriegst du Geld und so. Das kann ich dann, wenn ich mir so unsere Ausbildungslandschaft so teilweise oder größtenteils angucke, kann ich das nicht nachvollziehen. Ja, vor allem, das nimmt ja auch alles immer mehr ab, weil halt immer weniger qualifizierte Leute ja ausgebildet werden. Ja. Na, also immer mehr Leute, die halt die Schule beenden, sind halt qualifiziert minderwertig. Ist ja. Leider so. Mit ja. Ausnahmen natürlich, aber halt, ne, Großteil lässt wirklich immer mehr nach. Ja. Und das hat natürlich auch irgendwann, in Klammern TM, Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft. Ja. Und das sind Dinge, mit denen muss sich jedes Unternehmen irgendwie zurechtschlagen. Und das ist nicht ohne. Ja, da muss man aber auch sagen, die Betriebe haben es aber halt auch immer schwerer, weil dann, du hast mittlerweile immer die Entscheidung, okay, ja, stecke ich jetzt wirklich mein volles Potenzial der Firma in diese nächste Generation der Auszubildenden, die dann nach ihrer Ausbildung sagen, so, ja, nee, bei dir im Betrieb, wenn ich übernommen werden sollte, kriege ich nicht genug Kohle, ich gehe jetzt ganz woanders hin. Und dann sagen sie sich auch so, fuck it, dann nutzen wir den halt aus, solange wie wir können, generieren damit Kohle und weiter geht's. Und es ist eine doofe Zwickmühle. Deswegen schlau ist die Firma, die bei dem Betonung auf doof. Weil die gleiche Firma, die das macht, beschwert sich nämlich nachher darüber, dass sie keine vernünftigen Leute findet. Ja, natürlich. Ja, wie sollen sie denn vernünftige Leute finden, wenn keiner vernünftige Leute ausbildet? Deswegen schlau ist die Firma, die dem Auszubildenden gleich einen Vertrag vorsetzt, dass er nach seiner Ausbildung erstmal minimum 2 Jahre noch bei ihnen bleibt. Ja, zum Beispiel.
Punkt. So hat der Auszubildende Sicherheit, dass er auch übernommen wird, also insofern er überhaupt besteht, ne? Ja, wobei, wenn du natürlich dem Auszubildenden dann schon von Anfang an sagst, ja, ne, so und so sieht's aus, du wirst danach übernommen, dann braucht er sich in seiner Ausbildung gar nicht mehr anstrengen. Und das ist nämlich halt auch mal so ein großer Kritik. Ja, ja, da kannst du ja sagen, du musst ja nicht von Anfang an einen Vertrag machen. Ja. Aber dann, ne, hast du dennoch dann den Auszubildenden, der denkt so, ach, ich werde bestimmt nicht übernommen, weil ich so scheiße bin. Und egal, was ich mache, ich bin eh scheiße, ich werde nicht übernommen, lalala. Ne, und es ist... Naja, das kann man ja an diverse Faktoren einfach binden, wie jetzt, keine Ahnung, Schnitt von 2,5 oder 2, dann wird es halt so eintreten. Aber witzig ist, wenn du sagst, er muss sich nicht anstrengen, ich meine, eine Ausbildung alleine faktisch zu bestehen. Ich meine, ich habe meine gerade mal mit 3,4, glaube ich, abgeschlossen. Ist auch nicht gerade einfach. Vor allen Dingen, wenn du in dem Arbeitsfeld Medien, wie ich es jetzt eben war, / gerne wieder sein würde, ist das auch schon nicht easy, wenn du natürlich deine Ausbildung machst und von deinem Betrieb nicht großartig gefördert wirst. Ich meine, gut, ich habe da den Worst Case wahrscheinlich mit durchgemacht. Aber easy... kann ich mir nicht vorstellen, dass es Ausbildungen gibt, die effektiv easy sind. Ich könnte darüber jetzt auch nochmal Geschichten erzählen, aber dann müsste ich verraten, was ich arbeite. Das ist ne? Allerdings wahr. Ich sag mal so, nur einen Auszubildenden zu ködern mit, ja, wenn sie sich anstrengen, dann, ne? Sieht so und so aus, da haben sie diese und diese rosigen Aussichten. Der Betrieb muss sich ja noch lange nicht daran halten. Das ist wohl auch wieder wahr, ja. Deswegen vertraglich da einfach Fixpunkte setzen. Ja, und dann hast du das Problem, dass du dann den Auszubildenden hast, der dann denkt so, ach, ne, leckt mich, Leute, ich bin fest angestellt. Ich ja Fixpunkte. Ja. Ich rede auch von diesen Fixpunkten, wo dann ein Betrieb dann sagt, schön, dass du dich angestrengt hast. Schön. Als Beispiel nehme ich da zum Beispiel unsere Auszubildenden vom Bayerischen Rundfunk. Ja, hatte ich ja bei mir mit dabei. Die haben zum Beispiel in ihren Vertragsklauseln gehabt, dass sie eben übernommen werden, wenn sie eben solche Ergebnisse erzielen. Ich meine, gut, in die wurde dann aber halt auch reingebuttert. Ne? Mhm. Bezüglich, also die haben die beste Ausbildung bekommen überhaupt. Die Schweine! Hätte ich auch gern gehabt. Naja. Und da hattest du dann, wie gesagt, Fixpunkte. Hat gesagt, okay, ja, du wirst übernommen, wenn das und das halt einfach Fakt ist. Und würde sowas häufig in der Phase sein, haben die, wie heißen sie, die Betriebe die Sicherheit, okay, der strengt sich auch wirklich an, dass er das auch erreicht, wenn er halt wirklich übernommen werden will. Und wenn nicht, dann ist es halt ein Ausbeuter. Ne? Dann sitzt doch die Firma da und sagt sich, fick dich, okay, dann mach halt deine scheiß Ausbildung hier noch zu Ende, geh mit einem scheiß Abschluss weg und dann schau mal, wo du Jobs findest. Ne? Mhm. Man könnte ja solche Standards wie in Amerika anstreben, aber die sind schon teilweise echt hardcore, was Arbeitsrecht für Firmen angeht. Hatte eine Firma einen Mann verklagt, der hat bei denen ein sehr teures Programm praktisch gelernt oder hat sich das angeeignet, hat dann bei denen sofort, als er fertig war, damit gekündigt, um zu einer Konkurrenzfirma zu gehen, haben sie ihn verklagt. Was glaubt ihr, wer gewonnen hat? Die Firma? Natürlich. Die hat ihn dann darauf verklagt, dass er erstmal jetzt 3 Jahre arbeitslos sein muss, beziehungsweise dass die Firma, zu der er gegangen ist, also seiner Ex-Firma praktisch erstmal die 3 Jahre Ausbildung bezahlen muss. Das musste die Firma dann auch. Ja, richtig so. Naja, je nachdem, wie du siehst. Aus Standpunkt des Arbeitnehmers ist es doof. Das ist halt ein Arbeitnehmerproblem. Der Ex-Firma ist es auch doof. So. Ich habe jetzt. Oh nein, ich hab's wieder vergessen. Oh. Was? Oh, jedes Mal bei meinen Säulen hier vergesse ich immer den Mini-Vorsprung. Es ist doch nicht wahr. Mammut? Ja? Vergiss den Mini-Vorsprung nicht. Vielen Dank. Danke, dass du mir jetzt Bescheid sagst. Es ist ein bisschen spät, nächstes Mal ein bisschen früher, aber danke. Hey, es ist später als nie. Ne? Ja, danke, Frau. Danke. Mama, baust du eigentlich die ganze Zeit so diese Säulen jetzt? Ja. Okay.
Damit bin ich auch irgendwie ewig beschäftigt.